Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Rotschnitte mit der ABC. Was machen wir heute? Heute machen wir eine leckere Kürbissuppe in weniger als 10 Minuten Garzeit. Wie immer findet ihr das Rezept am Anfang vom Video. Ich habe alles schon aufgeschnitten, hat mir etwa 10 Minuten Zeit gekostet. Und was wir jetzt im Wesentlichen machen, wir nehmen alle Zutaten, packen das in unseren 4 Liter Topf, 20 cm, verschließen mit der Seco Quick 20 cm, nehmen unseren Audiotherm, stellen das Ganze auf, haltet euch fest, 8 Minuten Stand Soft, heizen das Ganze durch, lassen es von alleine drucklos werden, durchpürieren und das Essen ist fertig. Während das Ganze gleich zieht, werde ich zwei weiteren Beilagen für euch zaubern. Die können wir nachher lecker zu unserem Kürbissuppe reichen. Ja, und bevor ich jetzt loslege und vielleicht zwischendurch nochmal einen kurzen Video zeige, möchte ich einmal hinweisen auf den neuen offiziellen Aufsteller von der ABC Kochshow. Und das Tolle ist, ich habe daran mitgewirkt, das Ganze zu entwickeln. Da bin ich mega stolz darauf. Und ab sofort kriegt ihr bei mir mit dem offiziellen Aufsteller die neue Kochshow. Ja, ich lege los. Sage bis gleich. So, einen kurzen Zwischenstand. Alles im Topf. Auf die Platte. Auflegen. Auf A stellen. Unseren Wächter nehmen. Das Ganze auf Soft drehen. 8 Minuten. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Es leuchtet blau. Ich habe jetzt Bluetooth-Verbindung. Das Ganze geht automatisch. Und ich nutze die Zeit und zaubere jetzt für euch Chakatori-Spieße oder wie man es in Indonesien sagt, Saté-Spieße, also Hähnchen am Schock. Und wir machen Parmesan-Chips. Und das Ganze zeige ich in einem zweiten Video. Ich bin wieder im Off. Bis gleich. So, ich habe die Küche aufgeräumt. Da brauche ich nicht viel Zeit dafür. Hier hört man, es ist fast drucklos, ganz wenig brauchen wir noch. Ich habe meinen schönen alten Startmixer vorbereitet. Ich habe Präsentation vorbereitet, im Wesentlichen. Ja, es ist so gut wie drucklos, man hört das. Und jetzt kann man so ein ganz wenig über die Seite abdampfen. Sollte man aber nicht machen, liebe Freunde, meinen drucklos. Und ihr wisst, wenn es mal schneller gehen soll, einfach nur unter kaltströmendes Wasser oder nach draußen bei den Temperaturen. So. Jetzt aber, hier haben wir auf. Oh. Ich kann mich nicht erinnern, ich liebe das. Es ist so, boah, es ist so geil. Ich zeige euch das einmal, wie das Ganze jetzt ausschaut. Ich püriere und ihr kriegt das Endergebnis zu sehen. Bis gleich. Jetzt sind wir soweit. Die Suppe ist fertig. Ich habe sogar noch ein bisschen Wasser reinmachen müssen. Der Kürbis war so viel, dass es fast ein bisschen zähflüssig war. Ich mag das gerne. Und gerade bei so einer leckeren Suppe. Und jetzt guckt euch das mal an. Ist das nicht ein Gedicht? Und das Tolle ist, ich habe hier nichts an Gewürze, bis auf den selbstgemachten Brühe da drin. Ich bin überhaupt kein Suppenkasper, aber das ist wirklich lecker. Also, halt die Ohren steif, bleib gesund, stay in touch with the Dutch, bis bald.